Hallo und herzlich willkommen zu diesem Excel-Tutorial. Ich bin Jamie von Jamie's Code und in diesem Video geht es um dynamische Bilder. Ich werde euch zeigen, wie ihr mithilfe eines Dropdown-Felds Bilder ändern könnt. Diese Funktion könnt ihr beispielsweise verwenden, um Steckbriefe zu erstellen oder innerhalb von Dashboards, so wie ich es in meinem Team-Dashboard gemacht habe. Ich werde euch das Video zum Team-Dashboard auch oben in der Ecke verlinken, dann könnt ihr es euch gerne mal anschauen. Schreibt mir doch in die Kommentare, wofür ihr diese Funktion verwenden würdet. Und dann lasst uns jetzt erstmal keine Zeit verlieren und starten. Ich wünsche euch viel Spaß beim Video. Los geht's! Als erstes werde ich jetzt hier das Dropdown-Feld erzeugen, aus dem ich gleich den Namen auswählen kann, wo dann das dazugehörige Bild angezeigt werden soll. Ich habe ein ganzes Video dazu gemacht, wie ihr Dropdown-Felder richtig erstellt, sodass sie auch wirklich immer funktionieren. Schaut es euch gerne an, ich werde es euch oben in der Ecke verlinken, aber ich zeige euch mal, wie ich das mache. Und zwar habe ich die Namen bereits hier in einem zweiten Tabellenblatt, hier in so einer Liste hinterlegt. Und diesen Bereich wandle ich jetzt als erstes in eine intelligente Tabelle um, damit mein Dropdown-Feld gleich dynamisch wird. Das heißt, wenn ich hier an der Tabelle was ändere, etwas hinzufüge oder entferne, soll diese Änderung direkt in meiner Auswahlliste im Dropdown-Feld sichtbar werden. Ich klicke jetzt also irgendwo in die Liste, drücke dann STRG T auf der Tastatur, aktiviere das Feld Tabelle hat Überschriften und bestätige hier mit OK. Und in diesem Moment hat sich mein Bereich auch schon in eine intelligente Tabelle verwandelt. Ich habe auch ein ganzes Video zu intelligenten Tabellen gemacht, was es ist, was die Vorteile sind. Schaut es euch gerne an, ich werde es euch oben in der Ecke verlinken. Was ich als nächstes machen werde, ist, dass ich diesem Bereich einen Namen zuweise. Und dafür gehe ich auf Formeln, definierten Namen aus Auswahl erstellen. Erzeuge jetzt für diesen Bereich einen Namen aus der obersten Zeile, also Name, und bestätige hiermit OK. Und im Namensmanager kann ich mir jetzt nochmal alle meine definierten Bereiche ansehen. Und hier sehe ich auch schon, mein Bereich Name umfasst jetzt genau diesen Bereich hier. Wenn ich jetzt hier einen Namen hinzufügen sollte, würde der Bereich sich automatisch erweitern, da es sich hier um eine intelligente Tabelle handelt. Den kann ich hier auch schon wieder schließen. Gehe jetzt auf meine erste Seite zurück, klicke in das Feld, wo ich das Dropdown-Feld erzeugen möchte, gehe dann auf Daten, Datentools, Datenüberprüfung und hier im Feld möchte ich jetzt nicht jeden Wert zulassen, sondern eine Liste. Und zwar möchte ich jetzt, dass die Namen hier auswählbar sind, die ich eben hier angelegt habe. Und wenn ich mich nicht mehr daran erinnern sollte, wie der Bereich heißt, den ich soeben definiert habe, drücke ich einfach F3 auf der Tastatur und dann werden mich hier alle Namen angezeigt, die ich bis jetzt definiert habe. Ich wähle jetzt Name aus und bestätige mit OK. Und jetzt nochmal mit OK bestätigen. Und schon habe ich mir hier jetzt das Dropdown-Feld erzeugt. Soweit, so gut. Und jetzt kümmern wir uns um die Bilder. Dafür gehe ich hier auf das Tabellenblatt Bilder zurück und füge jetzt hier als allererstes mal die Bilder hier zu den Namen ein. Als erstes füge ich mal mein Bild ein. Dafür gehe ich auf Einfügen, Illustrationen und mein Bild befindet sich auf meinem Rechner, also dieses Gerät. Und hier wähle ich jetzt im entsprechenden Ordner mein Bild aus, gehe auf Einfügen. Das ist jetzt für dieses Beispiel natürlich viel zu groß. Das werde ich jetzt noch anpassen hier bei Bildformat. Und jetzt habe ich es ungefähr in der Größe, wie ich es haben möchte. Die anderen Bilder sind Beispielbilder. Die werde ich jetzt hier bei Illustrationen, Bilder über Online-Bilder hinzufügen. Ich wähle jetzt hier einige aus und wir sehen uns dann gleich wieder. Jetzt habe ich die Beispielbilder eingefügt und jetzt müssen diese nur noch in die Tabelle neben den entsprechenden Namen. Dafür werde ich die Tabelle erstmal erweitern, indem ich eine Spalte hinzufüge, die Bild nenne. Und jetzt muss ich die Zellen hier so groß ziehen, dass immer genau ein Bild neben den entsprechenden Namen in diese Spalte hier passt. Es kommt jetzt natürlich darauf an, wie groß eure Bilder sind. Für mein Beispiel markiere ich jetzt hier alle meine Zeilen der Tabelle, gehe dann bei Start auf Format, auf Zeilenhöhe und gebe jetzt hier erstmal 130 ein. Das ist für mein Beispiel
Nämlich genau richtig, dann markiere ich als nächstes die Spalte, gehe hier ins Format bei Spaltenbreite und gebe hier 17 ein. Und jetzt gucke ich, dass ich jedes Bild genau hier in meiner Tabelle platziere. Wenn ihr das gemacht habt, könnt ihr mit gedrückter Shift-Taste noch alle Bilder auswählen. Dann bei Bildformat auf Ausrichten gehen und alle hier horizontal zentrieren. Jetzt kopiere ich mir das erste Bild mit Steuerung C hier raus, gehe zurück auf unsere erste Seite und füge es dann genau an der Stelle ein, wo gleich unser Bild angezeigt werden soll. Und dieses Bild ist jetzt unser Ausgangspunkt. Das Gute ist nämlich, man kann Bildern Zellreferenzen oder Namen zuweisen. Wenn ich jetzt hier in der Formelzeile beispielsweise auf diese Zelle referenziere, wird mir gleich genau das angezeigt werden als Bild, was sich hier in der Zelle befindet. Jetzt wird mir hier Jamie als Bild angezeigt. Das wollen wir jetzt natürlich nicht haben, deswegen entferne ich das nochmal und füge nochmal mein Bild ein. Wir sind allerdings ein bisschen eingeschränkt, was die Referenzen betrifft. Das heißt, wir können nur Zellreferenzen oder Namen übergeben, keine Formeln. Das heißt, wir können hier nicht beispielsweise mit einem S-Verweis arbeiten, um das richtige Bild herauszusuchen. Und deswegen müssen wir hier einen kleinen Umweg gehen. Dafür gehe ich als erstes wieder hier in unsere Bildertabelle und werde jetzt jeder Zelle, in der ein Bild drin liegt, genau den Namen zuweisen, der hier neben steht. Das heißt, ich gehe jetzt hier in die erste Zelle und hier im Namenfeld gebe ich jetzt Jimmy ein und bestätige das mit zweimal Enter. Jetzt heißt diese Zelle nicht mehr C3, sondern Jimmy. Und das wiederhole ich jetzt für alle meine Bilder. Achtet hier darauf, dass ihr den Zellen wirklich immer genau den Namen gebt, der hier auch daneben steht, sonst funktioniert das Ganze nicht mehr. Jetzt gehe ich nochmal zurück und werde jetzt hier mal eine Referenz übergeben, und zwar John. Und jetzt wird mir auch das Bild von John angezeigt, allerdings hier mit seinem blauen Hintergrund, weil hier die Tabelle so formatiert ist. Deswegen formatieren wir als erstes die Tabelle um. Ich gehe hier einfach rein auf Tabellenentwurf. Und wähle jetzt hier die erste Tabellenformatvorlage aus, also wo überhaupt gar keine Formatierungen drin sind. Und als nächstes füge ich bei Ansicht noch die Gitternetzlinien aus. Jetzt gehe ich nochmal zurück und jetzt wird mir das Foto von John ganz ohne Hintergrund angezeigt, so wie ich es auch haben möchte. Und jetzt werden wir noch dafür sorgen, dass das angezeigte Bild zum ausgewählten Namen passt. Und da ich hier als Referenz keine Formel eintragen kann, werde ich die Indirektfunktion verwenden. Die Indirektfunktion zieht nämlich die Referenz aus einer Zelle und gibt uns dann wieder, was sich in der jeweiligen Zelle befindet. Ich werde jetzt gleich den ausgewählten Namen übergeben und da Jamie ein definierter Name in unserer Arbeitsmappe ist, so heißt er die Zelle, wo das Foto drauf liegt, wird dann hier genau das richtige Foto angezeigt werden. Ich gehe jetzt hier dafür auf Formel und definiere einen neuen Namen, der heißt Bild. Und hier trage ich jetzt die Indirektfunktion ein und übergebe hier den ausgewählten Namen, schließe die Klammer, bestätige mit OK. Und im Namensmanager könnt ihr jetzt nochmal prüfen. Hier sind alle Namen drin und hier ist auch Bild drin, also das, was wir eben gerade definiert haben. Und dann kann ich jetzt hier auf Bild verweisen. Und schon wird mir das richtige Foto angezeigt und wenn ich es hier im Dropdown-Feld ändere, ändert sich dann auch das Foto dementsprechend. Mit der Indirekt-Funktion kann man auch andere interessante Sachen machen. Falls euch das interessiert, schreibt es mir gerne in die Kommentare, da mache ich nochmal ein Video mit Beispielen zur Indirekt-Funktion. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und ihr konntet was lernen. Wenn ja, würde ich mich wirklich sehr darüber freuen, wenn ihr mir einen Daumen nach oben da lasst und abonniert gerne diesen Kanal, wenn ihr mehr von mir sehen wollt. Teilt das Video auch gerne mit euren Freunden und Kollegen, wenn es für sie auch hilfreich sein könnte. Und dann bedanke ich mich sehr herzlich fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!